Die zweite Saison haben wir souverän mehr oder weniger über die Bühne bringen können. Der Klassenerhalt ist fix. Die dritte Saison steht also vor der Tür. Das bedeutet Vorbereitung, Transfers und endlich mal wieder aktuelle Aufnahme von mir. Und damit, servus Leute, Chris ist am Start. Herzlich willkommen. Neue Folge der Heidenheim-Karriere. Die erste also für die neue dritte Saison. Und es ist für mich tatsächlich das erste Mal seit knapp 2 Wochen, wo ich endlich mal wieder aktuell hier sitze. An einem Sonntag, wenn ihr das Video Dienstag seht. Also es ist nur 2 Tage her, wenn ihr das Video seht, wo ich das aufgenommen habe. Euer Support ist unglaublich. Vielen, vielen Dank nochmal persönlich hier für 33.000 Abonnenten. Es ist unglaublich. Es ist der Wahnsinn. Schreibt weiter fleißig Kommentare. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Alleine für die Transferphase wieder 3.000 Likes. Das wäre der Wahnsinn. Und wie gesagt, seid ihr neu auf dem Kanal und wollt noch immer weiter hier nichts mehr verpassen natürlich, dann abonniert sehr, sehr gerne kostenlos. Das kostet nichts. Und ihr seid weiter Teil der Leches Army auf dem Weg. Vielleicht sogar irgendwann zu 40, vielleicht sogar 50.000 Abonnenten. Lang genug geredet, also hier von vornherein. Folgt mir gerne auch auf Instagram. Da haben wir sehr viel geschrieben, interagiert, Abstimmungen, was die Heidenheim-Karriere betrifft. Da gerne reinfolgen, Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann ist das Intro viel zu lang. Wir machen die Facecam klein und starten direkt rein. Mit dem Blick zuerst mal auf unser Team. Wie sieht's aus zur neuen Saison? Das ist eigentlich wie folgt noch unverändert. Mit Kleindienstern haben wir Silas, Uaim, Vassiliadis, Dosch und Brömmel. Wir haben Mahinka, Rüegg, Hüssing, Wittek und Schubert. Ganz ehrlich, für mich der erste Eindruck, das Team ist gut. Allerdings sehe ich trotzdem in der Defensive 2 Posten, die ich auf jeden Fall verbessert haben möchte. Das ist einmal die Position von Hüssing und das ist einmal die von Wittek, genauso eigentlich auch die von Brömmel im Zentrum. Das sind so die 3 Anlaufstellen, die für mich ganz, ganz wichtig sind. In der Realität habe ich gesehen, Dorsch handelt mit Genk oder Gent, eins von beiden Teams. Ich kann die kaum auseinanderhalten, also da ist auch ein Deal am Laufen. Parallel läuft da ganz viel. Ich glaube, der Bärmann ist gewechselt. Ansonsten geht, glaube ich, auch noch Griesbeck zu Union Berlin und Heidenheim bricht so ein Stück weit so nach und nach auseinander. Sie werden das auch kompensieren, ist ganz klar. Aber die nicht geschaffte Relegation zum Aufstieg in der Bundesliga, die wohlbemerkt verdient gewesen wäre, macht natürlich schon ein Stück weit hier Spuren in den Weg von Heidenheim. Besser gesagt, sie hinterlässt Spuren im negativen Sinne. Ja, ganz kurz, wir haben Griesbeck hier, da meintet ihr in den Kommentaren, verkauft den unbedingt. Der Wechsel in der Realität, wieso dann nicht auch bei uns? Können wir gerne machen. Cesar, Burkhardt, Pick, haben wir Verlat, Busch und Ramay. Ja, es kommt ja jetzt Capino. Vielleicht verleihen wir Ramay einfach nochmal. Burkhardt ist bei uns nie zum Zug gekommen, den könnte man verkaufen. Pick wollen wir behalten. In der Realität ist es tatsächlich so, dass der kurz vor einem Wechsel zum FC Heidenheim ist. Und ansonsten wollen wir natürlich auch gucken, dass wir hier draußen den ein oder anderen Spieler aus der Jugend mehr integrieren können oder wiederum gewinnbringend verkaufen. Heißt aber erstmal Vorbereitungsturnier, heißt dann auch gleich die Trainingseinheit einfügen, aber erstmal hier die Gegner Club Brügge, OGC Nizza und Sheffield United. Das ist eine wirklich starke Gruppe. Einen Tag nach vorne simulieren heißt auch, die Spieler per Vorvertrag kommen auf jeden Fall jetzt in den Kader. Die 3 Neuzugänge per Vorvertrag haben wir hier. Es ist einmal Sean Weißmann, es geht dann hier weiter mit Schonlau und dann haben wir noch Capino. Schonlau mit einer 75 natürlich besser als Hüssing. Für den läuft parallel schon ein Angebot. Also das ist die erste Änderung in der Startelf. Schonlau hier kam vom SC Paderborn für mich absolut realistisch. Gleichzeitig im Umkehrschluss auch von euch in den Kommentaren gewünscht. Schau bei Absteigern, bei Aufsteigern oder allgemein bei schwächeren Teams nach, dass man da vielleicht den ein oder anderen Spieler zu uns lotsen kann. Der Faktor Realismus ist im Verhältnis noch immer gegeben, ist ganz klar. Trotz allem ist natürlich auch logisch, wir wollen Schritte nach vorne gehen. Das heißt, wir müssen Spieler, die man eigentlich nicht verkaufen würde, verkaufen, um im Gegenzug Spieler einzukaufen, die man vielleicht nicht unbedingt gekauft hätte. Ist etwas kompliziert, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Spieler, die als mögliche Verkaufskandidaten auf der Liste stehen, haben wir hier angeführt. Oliver Hüssing, laufendes Angebot von Zaragoza. Ja, das ist durchaus ein Deal, der über die Bühne gehen kann und uns sehr viel Geld einbringen wird. Aber nicht nur er, sondern vielleicht auch Grischa Brömmel frisch verlängert, dass man mehr Geld rausholen könnte bei einem möglichen Verkauf. Föhrenbach, Wilbeck, Pick genauso. Haben wir Verlat, Schimmer, Burkhardt. Ja, der spielt bei uns leider keine Rolle. Und irgendwie so ein Stück weit der Faktor Realismus auch gegeben mit Silas und natürlich Tim Kleindienst. Dann haben wir noch Owosu, wir haben Ibrahim, wir haben Pichler, wir haben Brändle, Ramay, Hölzel, dann haben wir Brandt, Schneider. Ja, die letzten hier, die letzten 5 sind allesamt als Leihspieler auf der Liste, denn unter anderem Hölzel oder auch Brandt hat das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Die Frage ist jetzt nur die, was meint ihr? Sollen wir die Jugendspieler bei uns rein integrieren oder nochmal ein Jahr verleihen? Fleißig damit auf jeden Fall in die Kommentare, denn ihr seid natürlich diejenigen, die das ganze Thema hier so ein Stück weit antreiben, sage ich einfach mal. Amel Bellakotscha war jahrelang ein Kandidat von euch. Ich werde ihn hier jetzt aber rausstreichen. Warum? Wir haben aktuell noch Verlat, wir haben noch Hüssing und noch immer auch so ein Stück weit im Hintergrund die Idee, einen neuen Innenverteidiger zu verpflichten. Von daher müssen wir das ganze Thema ein Stück weit abwiegen. Ich fände Friedrich absolut nice, muss ich euch ganz ehrlich gestehen. Aber trotzdem, wir wollen auch im Zentrum was machen. Da eventuell mit Adrian Fein, dann haben wir Ebischer, Kiteschwili, wir haben Serra mit einer Freigabesumme, die man sich eigentlich nicht entgehen lassen kann. Allerdings Kleindienst, Silas und natürlich noch Sean Weißmann, den braucht man gar nicht mal unbedingt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will euch alles hier mit auf den Weg geben, sage ich einfach mal. Aber wir müssen schauen, was wir machen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um alle abgestiegenen Teams, um allgemein auch aufgestiegene und vielleicht Spieler, die von den gerade angesprochenen Teams dann in Frage kommen als mögliche Neuzugänge. Die Wunschliste ist voll. Einige Spieler sind von mir jetzt noch mit dazugekommen.
die, die bereits gescoutet sind, sehen wir oben. Die anderen Spieler sehen wir hier. Kommt jemand nicht in Frage? Nee. Allesamt wären tatsächlich möglich zu verpflichten. Trotz allem ist auch klar, man muss den Faktor Realismus auch anpassen, denn wir haben mittlerweile ein Team, das abgesehen von wenigen Ausnahmen die 75 plus im Kollektiv hat. Und logisch, dass wir dann keine Spieler kaufen, die unter einer 75 sind, weil wir natürlich auch stetig weiter Schritte nach vorne gehen wollen. Für alle die, die sich fürs Training interessieren, Brändle, Brandt, Hölzel, Uaim und Schneider, das ist jetzt also die 5er Trainingseinheit. Ja, der Ertrag ist weniger erfolgreich, aber trotzdem relativ egal. Auch da natürlich Anregungen, was das Training betrifft, die Startformation, wie natürlich auch die Ersatzbank und so weiter und so fort. Individuelle Taktiken fleißig von euch in die Kommentare damit. Das erste Spiel in der neuen Saison heißt erstmal nur ein Freundschaftsspiel gegen den OGC Nizza. Das ist schon Gradmesser und wir gewinnen das mit 1:0. Tim Kleindienst trifft also für uns. Das Team war, glaube ich, ausnahmslos in Bestbesetzung, zumindest auf den ersten Blick. Nee, Hüsing hat Mainka ersetzt, weil der aufgrund einer Rundsperre diese jetzt hier absetzen musste. So viel mal zum Thema. 3 Punkte aus dem ersten Spiel. Damit hätte ich gegen Nizza auf gar keinen Fall gerechnet. Das nächste Thema, Florian Pick. 10,3 Millionen ist die Freigabesumme. Er möchte leider wechseln. Ich wollte irgendwie das Thema so retten, dass der vielleicht als Leihspieler in Frage kommt. Guckt mal hier, wenn ich das ganze Thema blocken will. Angebote für Spieler, die um einen Wechsel gebeten haben, können nicht geblockt werden. Heißt hier, wir müssen den leider verkaufen. Vorerst mal ziehen lassen, aber ich will da frech rangehen. Ja, ich will sehr viel Geld für ihn. Im Notfall holen wir den einfach dann wieder in der nächsten Saison zurück, denn Pick ist irgendwie schon eine absolute Legende für die Heidenheim-Karriere, der eigentlich nicht gehen soll. Ich werde ihn jetzt auch die restlichen paar Spiele im Vorbereitungsturnier einsetzen, in der Hoffnung, dass er vielleicht doch nicht wechseln möchte. Was ich komplett verpeilt hatte, ist aktuell Transferbudget 13,7 Millionen, also durchaus Geld, mit dem man was anfangen kann. Gleichzeitig die Ziele hier vom Vorstand, wir schauen mal nach und nach drauf. Nachwuchsentwicklung ist so, ja, niedrig. Das werden wir, denke ich, im Laufe der Jahre hinbekommen. Erziele 25 Millionen Einnahmen aus Trikotverkäufen. Das ist natürlich abhängig von Leistungen, ja, von Ergebnissen und so weiter und so fort. International gibt es noch nichts, vielleicht in ein, zwei Saisons, wer weiß. Hier heißt es Mittelfeldplatz belegen, Runde der letzten 32 im DFB-Pokal. Das ist ja alles andere als erfolgreich gelaufen, die ersten zwei Saisons. Wollen wir ändern und langfristig über 2 Bundesliga-Saisons UEFA Europa League Platz. Also der Vorstand, der hat hier einiges vor und finanziell soll es auf jeden Fall zum Ende der Saison mit einem Restbudget von 10 Millionen weitergehen. Das ist schon wirklich krass. Den Vereinswert erhöhen wir so oder so. Würde ich einfach mal behaupten, das sollte einigermaßen machbar sein. Und jetzt gibt es zweimal eine Übereinkunft zu Oliver Hüsing. Einmal Chiron d'Orbordeaux 9,5 Millionen und Saragossa 7,9. Da machen wir nicht lang rum. Ja, wir nehmen Chiron d'Orbordeaux an und lassen erstmal noch Saragossa offen. Da wird es dann vermutlich natürlich zu einem Abbruch so gesehen kommen. Aber den nehmen wir jetzt erstmal in Kauf. Wir gehen das Risiko ein, weil wenn man 1,6 Millionen mehr mitnehmen könnte, wir wären doof, wenn wir das nicht machen würden. Pick, Weißmann, Sessa, das sind die drei Änderungen im Vergleich zum vorherigen Spiel. Ja, da war 1:0 gewonnen. Hier gewinnen wir mit 2:1. Es ist Weißmann und Schonlau. Und dann noch McBurney mit dem Anschluss. 3 Punkte aus den nächsten Partien tatsächlich hier. Insgesamt 6 also aus 2 Partien. Das sieht richtig gut aus. Parallel gewinnt Nizza gegen Brügge. Es ist noch alles drin. Aber trotzdem halten wir fest, Preisgeld bekommt man so oder so. Und wir sind aktuell auf dem besten Weg, ja, ziemlich das Maximum rauszuholen. Wobei bis dahin ist es noch ein langer Weg. Für mich jetzt aber erstmal wichtig, dass schon Weißmann und vorne auch Pick spielen. Die haben beide nämlich mehr oder weniger höhere Erwartungen. Wir verlieren gegen Brügge. Parallel gewinnt Nizza gegen Sheffield. Und dann könnte doch Endstation in der Gruppe gewesen sein. Und genau so ist es. Ja, man darf sich nicht zu früh freuen. Aber so ist es halt eben. Ja, Turnierpreisgeld nehmen wir mit. Wir haben 2 Spiele gewonnen und scheiden trotzdem in der Gruppenphase aus. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist unfassbar bitter. Aber das ist der Fußball. Daran können wir erstmal nichts ändern. Nizza gewonnen, Sheffield gewonnen und dann gegen Brügge nur 1:0 verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, egal. Wir sehen den Auftakt in der Bundesliga gegen Hertha, dann Mainz, dann den ersten FC Köln. Und ganz ehrlich, ich denke schon, dass man da was mitnehmen kann. DFB-Pokal-Auslosung ist noch nicht über die Bühne gegangen, aber ich sag's euch so, wie es ist. August, September, machbare Monate. Im Oktober heißt es dann Leipzig. Das wird schon etwas anspruchsvoller. Ehe es dann hier, glaube ich, krass wird hier mit Dortmund. Düsseldorf kann man gewinnen, muss man vielleicht sogar. Leverkusen, Dezember haben wir dann hier Wolfsburg, Bayern, Gladbach. Naja, ganz ehrlich, mittlerweile sind die Anforderungen von mir, Vorstand, vielleicht auch von euch, auch ein Stück weit andere. Ich glaube, wir können ein Stück weit besser in die Saison gehen. Wobei die letzte natürlich überraschend top war. Ja, ganz ehrlich, hier übrigens top. 9,5 Millionen Abschluss, 6,5 lediglich netto auf unser Konto. Aber trotzdem, beschweren können wir uns in dem Fall absolut nicht. Transferwunsch hier von Jonas Föhrenbach. Es kommt aber kein Angebot für ihn rein. Also umso bitterer natürlich dann auch für uns im Umkehrschluss, was das Manager-Rating betrifft. Wir haben hier Felix Brandt ausgeliehen. Ein Jahr wechselt er zu Beşiktaş. Das ist für mich erstmal ein Deal, der absolut eine Win-Win-Situation ist. Bei uns noch zu schwach. Bei Beşiktaş vielleicht sogar einer für die Startelf. Ich weiß es nicht. Nächste Nachricht. Transferwunsch. Flo Pick. Die wollen allesamt weg. Und das, obwohl sie bei uns spielen. Aber das können wir leider nicht ändern. Ja, wir müssen das Thema so angehen. Das Manager-Rating
leidet dadurch natürlich, aber trotzdem, irgendwie müssen wir das Ganze handhaben, dass das positiv für uns ausgeht. Die Monegassen klopfen an Anas Ouahim als möglichen Kandidaten für eine Neuverpflichtung, also für die Monegassen in der Liga. Ich bin ganz ehrlich mit euch, im Vergleich zum Zeitpunkt des damaligen Kaufs ist das hier ein Deal, der, wenn er zwischen 18 und 20 Millionen über die Bühne gehen sollte, für uns eigentlich nicht zum Ablehnen ist. Ja, ich denke, das seid ihr auch bei mir, denn das ist ein Deal, den muss man auf jeden Fall mitnehmen. Hier Brömmel-Übereinkunft, Schimmer ist verkauft zu Malatyaspor und dann monatliches Jugend-Scouting-Team. Ja, der ist leider zu schwach, können wir freigeben. Und ansonsten ist erstmal nichts Neues passiert. Schneider verhandelt noch mit Marseille, Ramay noch mit Aston Villa und Brömmel sollte dann eigentlich zu Frosinone über die Bühne gehen. Sebastian Vassiliadis, ein Deal, ein Angebot von Villarreal. Ich bin ganz ehrlich, auch hier könnte man Millionen rausholen. Wir wollen aber irgendwie gar nicht wenig bieten oder gegenbieten, ganz im Gegenteil. Also das ganze Thema warten wir mal ab. Brömmel ist verkauft, 6,9 hier zu Frosinone, Schneider geht zu Marseille, Ramay geht zu Aston Villa. Ja, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht mal so realistisch, beziehungsweise nicht mal eine Win-Win-Situation. Für mich aber ist es ganz gut, denn Ramay ist da nicht unzufrieden, genauso wenig Schneider. Und Brömmel, den wollen wir ja sowieso kompensieren. Im zentralen Mittelfeld jetzt auch endlich mit allen abgeschlossenen Scouting-Berichten. Und tatsächlich haben hier einige Spieler einen auslaufenden Vertrag. Unter anderem Kunde Malong, ich weiß nicht, wie man den betont. Oder auch hier Tim Leibold, der hat zwar keinen auslaufenden Spielervertrag, wäre aber für mich der perfekte Spieler auf hinten links anstelle von Maxi Wittek. Also das wären so zwei Top-Favoriten bei mir. Edischer, Duziak, nee, da können wir schon auch ein paar streichen. Cozziello, einer meiner Lieblingsspieler beim FC. Mittlerweile spielt er beim FC Paris, ist ausgeliehen, wird aber, denke ich, auch langfristig gesehen nicht beim FC geplant werden. Marina hat eine Freigabesumme, Baku ist nicht schlecht. Jakobs hat einen auslaufenden wie auch eine Freigabesumme, das wäre ein Top-Deal. Gerade auch hinten links anstelle von Wittek vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Genauso auch Marcel Hartl, auslaufender Spielervertrag. Wären allesamt Deals, die ich als absolut realistisch empfinden würde. Genauso auch Jonathan Caleri nach dem Abstieg vom HSV, wobei ich den streichen würde. Und auch Niederlechner, ihr meintet Rückholaktion, alles schön und gut, ist aber schon 30 und kann uns auf den ersten Blick nicht weiterhelfen. Von daher auch Pieper, keiner, den man holen könnte, holen muss. Ja, ich tue mich schwer. Anton ist ein Top-Kandidat, aber ganz ehrlich, Leibold und Malong für mich absolute Nummer 1 und deshalb gehe ich bei beiden jetzt erstmal rein. Leibold noch viel mehr als Malong, bin ich ganz ehrlich mit euch. So, der HSV hat tatsächlich Bock, den Spieler zu verkaufen, allerdings nicht für den Preis, wie ich den gerne kaufen wollen würde. 9,2 Millionen, sie brauchen Bedenkzeit, das mal zu ihm. Kunde Malong ist aber der nächste auslaufender Spielervertrag und wie ich finde, auch mega, mega realistisch. Wenn ich das Ganze jetzt kurzfristig irgendwie mit euch abklären könnte und den Segen hätte, aber ganz ehrlich, ich glaube, da spricht nichts dagegen. Komm, wir gehen rein. Kunde Malong, das wäre ein geiler Deal aus Mainz. Und er hat einen auslaufenden Vertrag, von daher gehen wir da völlig optimistisch rein. 8 Millionen ist zwar deutlich unter dem eigentlichen Marktwert, aber das zeigt, Mainz ist auf jeden Fall kooperativ und muss natürlich auch entgegenkommen, wenn sie noch eine gute Ablösesumme für den ZDM bekommen wollen. Für den Sechser 8,2 ohne Freigabesumme. Das ist ein Deal. Ey, den hole ich mit dem Schubkarren ab. Ganz ehrlich, dann nehme ich die Kosten für den Schubkarren, für den Sprit, für alles, was dazugehört, nehme ich auf jeden Fall noch mit. Wobei, Schubkarren und Sprit, ja, ihr merkt's. Wir sind mittlerweile schon an der Stelle angekommen, wo das ganze Thema hier wieder ganz, ganz realitätsfern ist. So, ich muss mich jetzt erstmal wieder ein Stück weit beruhigen. Kunde Malong, Schlüsselspieler. Ja gut, das ist er bei uns natürlich, ja. Wir haben dann ein richtig starkes Zentrum. Für Vassiliadis läuft ja auch noch ein Angebot. Und vor allem 26 Jahre, 78er Rating. Das ist vom Alter top, das ist auch von der anderen Mannschaft gut. Denn die sind nicht unbedingt viel besser als wir. Ich würde schon behaupten, in der Realität auf jeden Fall. Aber sind wir jetzt mal hier in dem FIFA-Modus unterwegs, dann denke ich, geht das klar, bekommt bei uns ein bisschen mehr Geld, unterschreibt für 5 Jahre und ist natürlich gesetzt im neuen zentralen Mittelfeld bei uns und kompensiert den Abgang von Grisha Brömmel. Der HSV bleibt bei 10,2 Millionen, das ist mir noch ein Stück weit zu viel. Ich denke, sie werden auch noch einlenken. Wir gehen jetzt einfach mal auf 9,5, dann wäre das noch immer ein richtig guter Deal für uns, für den HSV ebenfalls. Und so kommen wir auf den gemeinsamen Nenner, den wir uns von Anfang an erhofft hatten. Der Deal geht dann also über die Bühne, ist zu 100% fix, noch nicht in Klammer, wenn die Vertragsmodalitäten seitens des Spielers und auch von uns natürlich absolut klar gehen. 17 Millionen Freigabesumme will ich nicht. Ja, der ist bei uns gesetzt. Ja, vom HSV zu uns. Heidenheim mittlerweile in die Bundesliga. Ich denke schon, dass das ein Schritt ist, den man als Spieler gehen kann. 77er Gesamtrating, 27 Jahre ist er alt, aber trotzdem gestandener Spieler. Bundesliga erfahren, Zweitliga erfahren, für uns top. Der will 20.000 Gehalt, gibt sich damit zufrieden und ist somit Neuzugang. Nummer 2, die Transferphase trägt langsam Früchte. Wow, und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich sage, Anas Ouahim, goodbye. Das war's bei uns. 21 Millionen
Million von den Monegassen. Das ist ein Traumangebot. Das werde ich annehmen, denn dieses Geld würde uns in ganz andere Dimensionen katapultieren. Zum einen, was das Ganze im Team heißt, aber auch, was den Faktor Realismus hält. Denn sind wir mal ehrlich, eines UAIM, der kam am Anfang zu uns. Was hatte der? Eine 68 oder so? Unfassbar billig von Osnabrück. Wir haben den hochgezogen, irgendwann zum Stammspieler. Zuvor war er nur auf der Bank, war Rotationsspieler, Stammspieler, mittlerweile nicht mehr wegzudenken und ganz, ganz wichtig auch. Und im Endeffekt, im Umkehrschluss genauso einer, den man für sehr viel Geld verkaufen könnte. Dann aber wiederum die Frage, wo kauft man ein? Robin Hack hat einen auslaufenden Spielervertrag, glaube ich zumindest, könnte man hier holen. Als Zehner bräuchte man einen Ersatz, auch Marcel Hartl auslaufender Vertrag, das wäre top. Man würde direkt positionsgetreu und qualitativ genauso getreu nachlegen können. Die Frage nur, wollt ihr das? Es ist halt extrem schwierig. Ja, zudem die nächste Folge von mir wieder vorproduziert werden muss, muss ich echt schauen, dass ich hier das Richtige mache. Das Hertha-Spiel unmittelbar vor der Tür. Es ist der 14. August und wir haben zwei Nachrichten hier. Einmal Owusu verkauft zu Orebrü. Dann haben wir UAIM für 21 zu Monaco. 16 Millionen gehen netto also auf unser Konto. Wir haben jetzt noch ein bisschen Geld. 26 Millionen, um genau zu sein. Und wir haben natürlich das große Ziel, auf der 10 nachzulegen. Entweder hier A mit Robin Hack, B hebt hier unten auch noch Marcel Hartl. Und ich glaube, Marina kommt nicht in Frage. Nee, Marcel Hartl oder Robin Hack, ganz ehrlich. Ich fände Robin Hack gerade auch, was das Thema Zukunft betrifft, ein Stück weit die bessere Option. Wir haben danach aber auch noch genug Geld. Also ihr habt auch noch immer die Möglichkeit zu sagen, ey, hol Jakobs, hol Hartl und wie sie nicht alle heißen, aber Robin Hack ist mein Favorit von Nürnberg zu uns. Das wäre auch ein Wechsel, wo für ihn natürlich absolut größere Schritte nach vorne wären. Ja, zudem der Club mit Ach und Krach gerade so drin geblieben ist in der zweiten Liga und Heidenheim ganz knapp am Aufstieg in die Bundesliga ganz knapp vorbei ist, ja. Das ist so unglaublich bitter. Ich bin voll im Modus, merke ich hier gerade. Was ist denn los? Ich hab's vermisst, hier zu kommentieren. Rein da jetzt in die Verhandlung, Mensch. Der erste FC Nürnberg also mit dem Rücken zur Wand. Robin Hack will woanders hin. Auch in der Realität möchte der, glaube ich, nicht beim Club bleiben, zu dem er, glaube ich, da nur ausgeliehen ist. 10 Millionen, ja, das ist von vornherein schon mal ganz gut. Nürnberg kommt entgegen. Wir wollen aber trotzdem natürlich für uns einen noch attraktiveren Deal rausholen. 10,6, die sagen 13. Das wäre selbst in Ordnung. Aber wir wollen natürlich noch ein bisschen näher ran an unser Wunschangebot. Maximal 12 will ich zahlen. 11 Millionen sagt Nürnberg, okay. Brauchen wir da noch irgendwas dazu sagen, außer der Deal ist mega geil? Ich glaube nicht. Zudem, was vielleicht einige von euch gar nicht mehr wissen, war Robin Hack direkt in der ersten Saison Transfer-Wunschspieler Nummer 2, glaube ich sogar. Nummer 1, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall haben so viele gewollt, dass Robin Hack von Nürnberg zu uns kommt. Da war er noch frisch beim Club. Eigentlich ist er nur ausgeliehen für uns. Hier natürlich von Vorteil, dass der Flügelspieler, genauso auch Zehner, mittlerweile beim Club fest unter Vertrag war und auch wechseln möchte. Und das für 11 Millionen. Der Deal ist über die Bühne gegangen. Robin Hack also komplettiert vorerst für diese Episode unsere Transferphase neben Leibold, Malong und ihm selbst natürlich. Alle drei Spieler mega, mega stark. Ich denke, das ist irgendwie selbsterklärend. Ich bin unfassbar zufrieden und jeder, der sagt, dass das nichts mit Realismus zu tun hat, ganz ehrlich, dem kann ich wirklich auch nicht weiterhelfen. Zudem, wir haben noch Geld und ihr seid gefragt, was sollen wir mit der Kohle machen ab in den Winter? Wo soll man noch nachlegen? Das entscheidet ihr jetzt in den Kommentaren. Für mich ist es eigentlich ganz klar die Innenverteidigerposition. Wir haben zwar Schonlau geholt, aber neben ihm Mainka 76, 75, ja, das sind die zwei schwächsten Spieler im Kader. Ja, mal was das Rating betrifft und irgendwie will ich ja noch immer was verkaufen, einen Griesbeck, vielleicht auch einen Burkhardt und vielleicht will auch noch ein Pick gehen, weil ihr wisst alle, die Unzufriedenheit, die ist ganz, ganz groß. Die Berliner Hertha gibt es erst zum Auftakt in der nächsten Episode. Vielleicht steht auch schon der DFB-Pokal fix. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Nee, doch! Kaiserslautern! Und ganz ehrlich, da will ich weiterkommen. Am besten mit Flo Pick gegen den ehemaligen Arbeitgeber. Das wäre eine Geschichte und gar nicht rein aus der Seite provokativ gesehen, sondern ganz im Gegenteil. Einfach so ein Stück weit das Historische mitnehmen. So viel auf jeden Fall mal dazu. Und dann sind wir auch schon abrupt am Ende. Ihr wisst, wir haben noch sehr viel Geld. Wir müssen noch irgendwie was machen, beziehungsweise können. Wir müssen nicht unbedingt. Aber ihr seid gefragt, Waldemar Anton ist schon zu Atalanta Bergamo gewechselt. Wo sollen wir ansetzen? Welche Spieler sollen kommen? Was sagt ihr vor allem zu diesen Transfers? Ich bin super zufrieden auf jeden Fall damit. Der Saisonstart steht vor der Tür und vielleicht sogar ein erfolgreicher. Ich freue mich riesig auf die nächsten Folgen und bin auch immer genauso gehypt, wenn nicht sogar mehr als in der ersten Saison mit Heidenheim. Wir sind mittlerweile in der dritten. Ich bedanke mich für euren unglaublichen Support. Wir sehen uns wieder am Donnerstag mit weiteren Transfers. Womöglich. Erstmal geklammert. Und was ist hier draußen denn los? Ja, die wollen, dass das Video aufhört. So viel auf jeden Fall mal dazu. Lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar und abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und ciao.